Damit hallo und herzlich willkommen mal wieder zur allerneuesten Podcast-Sonderfolge von All in NFT. Heute gibt es wieder eine Special Episode, ein Interview mit Marco Kowalewski von Stars. Star und dann mit Doppel-Z am Ende. Links dazu, sage ich jetzt schon mal, findet ihr in den Shownotes. Und was ihr jetzt auch findet, ist ein Riesenprojekt, das im Dachraum gerade gebaut wird und schon kurzfristig, also in absehbarer Zeit, gelauncht wird. Das Ganze könnt ihr euch wie eine wirklich digitale NFT-Web3-Plattform vorstellen, von der Bindung zu Fans mit Vereinen, also im Sportbereich hält sich das Ganze auf, bis hin zu immersiven Erlebnissen, die zukünftig auch in einem Metaverse stattfinden sollen. All das baut Marco Kowalewski, der CEO von Stars, gerade mit seinem Team auf. Und es hat mir wirklich einen riesen Spaß gemacht, das werdet ihr gleich auch feststellen. Ich habe einige Fragen, die mir immer wieder aufgekommen sind im Rahmen des Interviews, als ich so nach und nach gesehen, erlebt habe, wie groß das Ganze ist, mir aufgekommen sind. Ich glaube, daran hat man einfach gesehen, wie interessiert ich an der ganzen Sache war, und ich hoffe, genauso interessiert, genauso interessant wird das ganze Interview jetzt für euch. Deswegen, ich würde sagen, ich quatsche nicht mehr lange. Viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Wie vorhin vorgestellt, habe ich den lieben Marco Kowalewski heute zu Gast. Marco, zuallererst grüß dich. Herzlich willkommen hier im All-in-NFT-Podcast. Und ich frage zum einen, wie geht's dir? Und die Frage ist vielleicht gar nicht so unberechtigt wie sonst hier an dieser Stelle. Denn du kannst aber ganz kurz sagen, wie es dir geht und warum diese Frage vielleicht gar nicht so unberechtigt ist. Denn du bist gerade nicht in Deutschland. Ja, genau. Ja, erstmal hi Sebastian und danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, habe mich dankend angenommen. Genau, ich befinde mich jetzt gerade auf den Philippinen. Also das Netz, ich hoffe, bleibt stabil während unseres Gespräches. Und wir hatten ja auch für gestern sogar schon geplant zu sprechen. Leider bin ich hängen geblieben auf der Insel, ein bisschen gestrandet auf eines Telefons und ja, dadurch erst gestern Abend zurückgekommen und heute erst dann unser Gespräch führen können. Also recht abenteuerlich gerade hier die Reise. Ja, kann ich mir vorstellen. Deswegen, wir wollten es ja eigentlich gestern schon machen, und für alle Podcast-Zuhörer, YouTube-Schauer, tut uns natürlich leid, wenn die Verbindung nicht optimal ist, aber wir sind froh, dass wir es überhaupt hinbekommen haben jetzt, trotz des Taifuns und trotz deiner Zeitumstellung. Und du hast ja auch gesagt, du musst später auch noch weiter, deswegen, das kriegen wir schon gut, ganz gut rund jetzt hier, und ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch. Ich würde sagen, bevor wir auf das Projekt Stars, wo es ja heute drum gehen soll, was ich im Podcast schon mal vorgestellt habe, wo ich dann durch Fayers, der ja auch Berater mit in dem Projekt ist, von dir den Zugang und den Kontakt zu dir bekommen habe, würde ich sagen, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du, was hast du bisher gemacht und wie sieht so dein Werdegang bis zu Stars letztendlich aus? Ja, gerne. Ja, Marco Kowalewski, hast du ja schon gesagt, bin 44 Jahre jung, sage ich immer, weil ich mich nur jung fühle. Habe zwei Kinder, bin verheiratet, 4 Jahre, 8 Jahre alt und habe ganz ursprünglich mal Betriebswirtschaft studiert. Ich glaube, das war dann aus der Phase heraus, wenn man nicht weiß, was man tun soll, dann studiert man Betriebswirtschaft. Bei mir hat das sogar super gepasst, dieser Satz. Und bin dann in den Personalvertrieb gegangen, habe da ganz klassisch als Account Manager angefangen, sehr erfolgreich gewesen, dann eine Niederlassung recht schnell, danach mehrere Niederlassungen. Und ja, habe das schon 5, 6 Jahre gemacht und bin dann erstmalig selbstständig gewesen mit einer Sportagentur, also dadurch auch so ein bisschen der Draht Richtung Sport und Entertainment, und hatte mit der Sportagentur dann letztendlich teilweise vereinzelte kleine Spieler dran, das mitleitet, größtenteils aber Investments in Spieler vollzogen, bevor die FIFA dort zum Ban durchgezogen hat mit der Third-Party-Ownership. Dadurch haben wir dann unser Geschäftsmodell so ein bisschen geswitcht Richtung Anteile von Vereinen zu verkaufen, das Minderbeteiligung als auch Mehrbeteiligung von europäischen Sportclubs, wo ich so stand mit Investoren aus Deutschland, Luxemburg und der Schweiz hauptsächlich, aber auch österreichische, deutsche Firmen waren damit rot. Und das habe ich knapp, das muss ich lügen, 5, 6 Jahre gemacht, musste aus privaten Gründen dann verkaufen, aber einen tollen Exit hinkommen. Und dann zwischendurch immer mal als freiberuflicher Berater eine Zeit lang gearbeitet, unter anderem auch in Geschäftsführungspositionen, und bin nochmal kurz zurück in den Personalvertrieb, habe aber gemerkt, so irgendwie der Reiz nach der Selbstständigkeit ist nach wie vor noch da, und ja, auf das neue Projekt kommen wir ja gleich zu sprechen.
Ja, genau, nämlich ein spannendes neues Projekt. Ich denke mal auch für dich. Hast du so ein paar Beispiele, die du vielleicht nennen kannst, was für Vereine das damals waren? Ja, also ich beispielsweise vielleicht auch um die passende Brücke zu schlagen mit unserem Head of Sales hier bei Stars, mit dem Jörg Zeitz, den habe ich in der Zeit kennengelernt, der hat für ein Investitionsunternehmen gearbeitet und der Kontakt ist nie auseinandergegangen und mit ihm gemeinsam haben wir beispielsweise ein Investment gemacht, Asteras Tripolis in Griechenland. Gut, das ist jetzt ja auch schon knapp 10 Jahre her, die haben damals sogar noch Europa League gespielt gegen den FSV Mainz. Ja, also gar nicht so ein schlechtes Investment gewesen, wo natürlich dann auch die Werte der Spieler sich ganz gut im Laufe dieses Wettbewerbs entwickelt haben, dadurch, dass sie international gespielt hatten. Also ihr habt euch schon europaweit auf Vereine konzentriert, dass man jetzt nicht sagt, ihr seid jetzt einfach der nächste Saudi-Scheich, der sich auf Manchester City einfach stürzt, sondern ihr habt euch schon breit, anscheinend ja schon mit sehr, sehr vielen Vereinen auch, die sehr unbekannt vielleicht auch sind, auch wenn sie in Europa Champions League vielleicht spielen, beschäftigt und aber weiterhin in diese investiert und die Hoffnung gehabt, dass da möglicherweise was ist, was andere vielleicht nicht sehen. Ich sag genau, es waren eher so die kleineren Länder oder wenn es sagen wir mal, ganz gute Länder waren wie Portugal beispielsweise, dann war es da eher die zweite Liga. Also wir haben dann wirklich eher in ja, junge, aufblühende Spieler investiert, die dann logischerweise mit Mehrwert weitverkauft werden konnten, damit da auch ein Profit letztendlich in den Investoren kam. Genau. Was sind so da so aus deiner Erfahrung so die Hauptaugenmerke, Hauptpunkte, wo ihr so sagt, das sind so Kriterien, die müssen erfüllt werden, dass ihr da so eine Vision in dem Spieler seht? Also grundsätzlich hatten wir festgesetzt gehabt, dass die nicht älter als 22 Jahre alt sein sollten und durften. Dann Verletzungsanfälligkeit hat man natürlich unglaublich drauf geguckt gehabt. Ja, dann, ob das vielleicht auch Spieler sind, die aus dem Land, aus einer Nation kommen, insbesondere wenn es dann Spieler aus Afrika sind. Gibt es sehr, sehr gute Spieler, die aber einfach mit der kulturellen Umstellung nicht klarkommen, sich nicht integrieren können. Also auch soziale Faktoren. Also es ging schon wirklich sehr, sehr tiefgreifend. Also es wurde nicht einfach nur ein Spiel angeguckt, irgendwie 3, 4 Mal und ah, der ist ganz gut, den nehmen wir, sondern es waren wirklich tiefgehende Analysen, die wir gemacht haben. Ja, finde ich sehr interessant, ne? Vor allen Dingen, weil Nachwuchs ja immer gefragter wird, gefühlt werden die Spieler ja immer jünger, die dann auftreten. Ich denke, das wird in Zukunft nicht anders werden und ich bin echt gleich mal gespannt, inwieweit da so vielleicht auch die Verbindung zu Stars kommt, zu dem neuen Projekt. Bevor wir so jetzt auf das Projekt an sich kommen, würde ich gerne die Brücke schlagen, dann einfach zu dem Kryptobereich, wo wir auch dann nachher mit drinstecken. Und einfach so die Frage an dich: Wann hast du denn im Laufe deiner Zeit die ersten Berührungspunkte mit Krypto, Blockchain gehabt? War das da schon in diesem Zweig oder kam das nachher auf anderer privater oder beruflicher Ebene? Ja, also es kam wirklich erst deutlich, deutlich später, also ich bin erst in 2019 wirklich in den Bereich vorgestoßen und reingekommen. War während eines Urlaubs, den ich im Ausland gemacht hatte, wo mich dann jemand auf Bitcoin mal hinten hatte. Man hat das damals, ich habe es damals immer mal gehört, aber ich habe es mal ein bisschen abgetan. War ein super Gespräch gewesen und habe mich dann mit dem Thema wirklich näher auseinandergesetzt. Du hast schon gehört, ich habe kein IT-Background oder ähnliches. Es war für mich, ich will nicht sagen relativ schwer, aber ich musste doch relativ viele Bücher verschlingen, viele Videos mir anschauen, um sämtliche Zusammenhänge irgendwie erstmal zu begreifen. Und desto tiefer ich eingetaucht bin, desto weniger hat es mich dann irgendwie losgelassen. Und hatte mir dann irgendwie auch aus der Schnapsidee heraus so ein bisschen entstanden, hatte dann mit meiner Frau auf der Couch abends mal gesessen und gesagt, du Mensch, sie sagte doch, man willst du noch angucken? Ich sage, du, ich will das alles verstehen, ich brauche das irgendwie. Ich sage, das wäre eigentlich schön, wenn es ein Buch geben würde, wo das alles mal schön kombiniert für Leute drinsteht, die sich so irgendwie mit dem ersten Schritt erstmal auseinandersetzen wollen mit der Materie, danach tiefer eintauchen wollen und vielleicht nicht mit so viel Fachjargon geschrieben. Und dann sagte sie aus Spaß, du wolltest doch schon immer mal eins schreiben, schreib doch mal eins. Und ja, dann hat meine Frau mich dazu gebracht, mein erstes Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, wirklich von einem Einsteiger für Einsteiger, also wirklich mein gesammeltes Sammelsurium und Wissen über Blockchain und Krypto mit diesen bestimmt 30, 40 Büchern, die ich gelesen habe, hunderte Videos, die ich geschaut habe, habe ich dann in einem Buch kompakt zusammengefasst. Man kommt natürlich nicht ganz ohne Fachjargon aus, ich habe es aber versucht, so weit wie möglich zu meiden und habe ein knappes Jahr dran geschrieben, ist letztes Jahr im Sommer auf Amazon auch erschienen und ja, unter meinem Namen auch auf Amazon erhältlich. Top, wie heißt das Buch? Blockchain-Millionär habe ich es genannt. Ah, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir das doch mal in die Shownotes für die Leute, die sich noch ein bisschen mehr mit Blockchain, Bitcoin beschäftigen wollen. Vielleicht noch dazu was von dir erfahren, die Persönlichkeit, dann gerne das Buch, dann dazu auch mal in die Shownotes, gerne mal als Empfehlung noch mit dazu. Ja, interessant. Ich finde es auch
Spannend, wie so der Krypto-Blockchain-Bereich und auch NFT-Bereich einmal Leute packt, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ne? Weil oft ist es ja so, ne, dass, wie du es ja auch so vorhin erzählt hast, sobald man mal da was von hört, dann legt man das erstmal ab und so, ja, habe ich schon mal gehört, aber ist Betrug, ist Scam, was weiß ich, was man damit erstmal verbindet. Aber sobald man halt mal ein bisschen tiefer da einblickt und sich mit beschäftigt oder vielleicht auch ein Gespräch führt, wo man mal ein bisschen offener auch dem gegenübersteht, da merkt man doch ganz schnell, okay, da ist eigentlich mehr Substanz hinter, als man vielleicht erst geglaubt hat. Und ich glaube, so hat es die meisten dann auch in den Space reingeholt. So war es dann auch bei mir mit NFTs irgendwann. Und da mal vielleicht so die Frage, wann ist denn dann dein Berührungspunkt mit NFTs zustande gekommen? Der, wie gesagt, 2019 war ja jetzt so der Einstieg für dich mit Bitcoin, Blockchain in dem Sinne, eigenes Buch. Ich denke mal, seitdem bist du ja sowieso der Blockchain tief verbunden. Wann kam denn so für dich das erste Mal so die Berührung oder das Wort NFTs auf? Das kam natürlich dann relativ schnell, nachdem ich mich wirklich so in der Tiefe mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Mir diesen ganzen Hype, ich bin da ein bisschen außen vor gewesen. Ich habe das alles ein bisschen mehr mitverfolgt. Bin der Überzeugung, dass der Markt einfach, wenn ich jetzt ein bisschen vorweggreife, sorry, aber dass der Markt einfach aus meiner Sicht leider zu schnell angestiegen ist, viele Leute aufgesprungen sind, denen einfach noch dieses Wissen teilweise fehlte. Ja, das heißt, es musste eigentlich passieren, dass es aus meiner Sicht runterging. Und jetzt wird davon geredet, NFT-Markt ist tot. Aus meiner Sicht war es einfach nur so, dass er einfach viel zu schnell am Anfang gewachsen ist. Und der wird sich nach und nach weiterentwickeln. Ich glaube, es braucht jetzt einfach nur mal eine kleine Erholungsphase, ja, und auch nochmal das Bewusstsein zu schärfen. Ich meine, man kennt die deutsche Presse beispielsweise insbesondere oder allgemein die Presse auch in anderen Ländern, wo das Thema, wie du es auch schon gerade gesagt hast, man hört dann immer irgendwie, ja, das ist doch alles Scam und ne, Bitcoin ist nicht gut. Ja, und das Gleiche auch mit NFTs. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, sich selbst einfach mal mit der Materie auseinanderzusetzen und nicht immer alles dahin zu tun, was einem von außen herangetragen wird. Also, als ich die Möglichkeiten gesehen habe, die Blockchain oder auch NFTs grundsätzlich bieten, wenn man das vernünftig tut, dann ist das einfach der absolute Wahnsinn. Ja, man muss dazu noch sagen, dass während des Hypes natürlich viele NFTs dabei waren, die aus meiner Sicht wenig Utility hatten, also wirklich wenig Sinn. Ja, vielleicht musste es auch immer mal so sein, dass wir da mal ein bisschen auf den Punkt kommen, um da ein bisschen auszusortieren. Und das macht mir auch die Hoffnung, dass zukünftige NFTs mit mehr und mehr Utility ausgestattet werden und den Leuten auch mehr Nutzen bringen. Ja, zusätzlich kam natürlich noch hinzu die ganzen Probleme, die wir gesehen haben, Silicon Valley Bank, FTX, jetzt Binance aktuell. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir halt gerade in einer Zeit leben, wo wir ja hoffentlich Besserung bald sehen, ist natürlich jetzt die Frage. Aber das hat natürlich alles dazu geführt, dass, wie du es gerade schon sagst, dass möglicherweise das ein oder andere, was nicht dahin gehörte, was nicht gut für den Markt war, vielleicht jetzt verschwindet und dann in Zukunft einfach für einen besseren Markt sorgt. Was war denn dann die Community-Frage hier, die jeder Gast gestellt bekommt, zumindest? Was war denn dein erster NFT? What's in your wallet? Also, was für ersten NFTs hattest du und was befinden sich vielleicht heute noch für Schätze da drinne? Ich habe mir von den Bored Apes meinen ersten geholt gehabt. Also ähnlich wie ich es sag mal, bei den Kryptowährungen gemacht habe mit dem Klassiker Bitcoin. Ja, ähnlich war es auch mit den NFTs. Ich glaube, das ist einfach meine persönliche Ader. Also jeder steigt ja mal ein bisschen anders ein. Für mich war es erstmal was Bekanntes sich zu holen, womit reinzubekommen. Und das Letzte, wo ich mit aktiv gewesen bin, weiß nicht, ob das die klügste Entscheidung war. Ich bin mal gespannt drauf, war bei der Porsche 911er Serie mit dabei. Ah, okay. Jetzt die andere Frage dazu. Welche von diesen NFTs besitzt du noch? Ich habe die beide noch. Ach, hast du beide noch? Okay. Wann war der Einstieg mit Bored Apes? Warst du auch, weil du ja gesagt hast, du warst relativ seit 2019 dabei und warst immer mit Blockchain beschäftigt. Warst du beim Mint dabei oder bist du nachher bei einem bestimmten Nee, ETH-Preis drauf später. aufgestiegen? Bitte? Ja, ich bin später. Frag nicht nach der Entwicklungsseite. Ah, okay. Also ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, als es jetzt aktuell der Stand ist anscheinend. Ja. Okay, gut, okay, gut. Bei Porsche, ja, das Projekt hatten wir hier schon ausführlich in diesem Podcast und drumherum besprochen. Da gehen wir jetzt nicht drauf näher ein. Jetzt aktuell der Mintpreis auch wieder, beziehungsweise aktuelle Floorpreis ein bisschen weiter drunter als Mintpreis. Aber mal nur kurz dein Take dazu. Wie zufrieden bist du denn persönlich mit deinem Porsche NFT und das, was du damit bekommst oder bisher bekommen hast?
Also ich hätte mir grundsätzlich, ich habe ja gerade schon angesprochen, dass ich mir grundsätzlich wünsche, relativ viel Utility in den Token mit drin zu haben. Ich glaube auch, das Thema der Vermarktung war einfach nicht optimal angegangen. Ich meine, da machen wir uns nichts vor mit 9.11. Der Preis war natürlich aus Marketing-Gesichtspunkten echt schön gemacht. Ja, also sprich mit den 0,99 Ethereum. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, dass es natürlich jetzt schon ein ordentlicher Batzen ist, den mal nicht jeder mal kurz nebenbei investiert. Von daher war fast zu erwarten, glaube ich, dass der Preis nicht zwingend kurz danach unbedingt in die Höhe schnellen würde. Und ich meine, gerade, dass es auch nicht zu dem Ausverkauf direkt gekommen ist, hat dann natürlich nochmal klar gezeigt, dass ich da am Anfang mit meinem Gefühl gar nicht mehr so verkehrt lag. Aber naja. Also ich bin auch bei Bitcoin derjenige, der hält. Von daher, deswegen habe ich auch noch beide meiner sogenannten, ich sag mal ganz gerne, NFTs, die auch jeder vielleicht kennt, der jetzt sonst nicht so tief sich mit den Themen beschäftigt. Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Also ich denke schon, also Bored Ape sowieso und Porsche, der sich also in Deutschland mit beschäftigt, mit NFTs, wird wahrscheinlich auch davon zumindest mal gehört haben, dass Porsche da was gemacht hat. Und ja, interessant, also spannend auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sprung. Und zwar ist es so, dass du nicht nur ein Buch geschrieben hast, nicht nur NFTs besitzt, die bekannt sind, sondern mittlerweile auch ja ein eigenes Projekt im Blockchain-Krypto-Bereich, NFT-Bereich an den Start bringst. Und das ist Stars. Und tatsächlich bin ich darauf aufmerksam geworden, bevor ich einen Podcast von dir gehört habe, vom Krypto-Podcast, weil ich mal in den News gelesen habe, wo es darum ging, dass du beziehungsweise Stars mit Doppel-Z am Ende, also Star wie der Stern und Doppel-Z am Ende, eine Kooperation mit Sport1 präsentiert habt, wo ja auch Anfang August dann die erste Series losgehen soll. Und dadurch, dass es natürlich auch dann wieder ein Projekt ist mit Dachregion, mit Dachwurzeln, ist es natürlich umso spannender und deswegen natürlich auch heute mal die Folge. Und ja, magst du gerne einmal das Projekt Stars vorstellen? Was hat es mit Stars auf sich? Und was ist die Idee dahinter und was können wir in Zukunft davon erwarten? Ja, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich hatte ich schon mal gesagt gehabt, dass bei mir diese Idee der Selbstständigkeit vor einiger Zeit eh wieder aufgekommen ist. Und dann war es auch ein persönliches Erlebnis, was mich letztendlich zu diesem Projekt getrieben hat. Ich war beispielsweise bei einem Konzert gewesen mit meiner Tochter, mit meiner Großen, und habe die Tickets für dieses Konzert recht teuer über eBay erwerben müssen, weil es ausverkauft war. Und sind dann recht früh dorthin gegangen. Sie hat ein Plakat gebastelt, wollte schon mal vorne stehen. Und ich weiß, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal erlebt, du hältst das Ticket dann unter den Scanner und dann blinkt das Lichtchen rot anstatt grün. Ja, das heißt dann irgendwelche gefälschten Tickets bekommen oder schon eingelöst worden, was auch immer. Wenn du dann mit deinem Kind da bist, ist natürlich super schwierig. Du guckst natürlich als Vater, das irgendwie glücklich zu kriegen. Und dann habe ich versucht, irgendwie vom Stadion noch Tickets aufzutreiben. Was mir aber gelungen ist, dann der dreifache Preis, also sprich, ich habe wirklich für beide Tickets das Fünffache dann im Endeffekt bezahlt. Und bis wir dann drin waren, standen wir relativ weit hinten. Also das Plakat zu lesen wäre völlig unmöglich gewesen. War dann wirklich für mich als auch für meine Tochter einfach super frustrierend. Und dadurch, dass ich mich mit den Themen Blockchain und allem schon auskannte, wusste ich, dass es natürlich auch über das Thema NFT-Ticketing Möglichkeiten gibt, solches einfach zu verhindern. Und habe mich dann nochmal mit meinen alten Kontakten im Sportumfeld, die ich natürlich habe, intensiv ausgetauscht, auf der einen Seite, als auch mit unserem jetzigen Head of Sales, dem Jörg Zeitz, und der dann auch bestätigt hat, Mensch, dass viele Lösungen, die einfach abbildbar wären über die Blockchain und allgemein über verschiedenste Projektmöglichkeiten im Web3, werden einfach viel zu wenig genutzt. Und aus der Idee heraus ist dann letztendlich irgendwie Stars geboren und entstanden. Und was wir bieten wollen, ist eine Schnittstelle zwischen Web2 und Web3-Produkten, wo wir wirklich auf einer einzigen Plattform dem Fan alles zur Verfügung stellen, um ja seinem Star einfach auch nochmal ein bisschen näher zu kommen. Ja, wir sprechen immer so bei uns ganz gerne über Champions. Bei uns sind Champions beispielsweise Sportvereine, also vom Fußball, Basketball, Eishockey, Baseball, also wirklich alles mit dabei, bis hin zu Künstlern, Musikern, Schauspieler, Content Creator, YouTuber, also alles, was eine Fanbase hat, in dem Sinne, wo es Sinn macht, unsere Produkte zu nutzen, die boarden wir uns bei uns auch auf der Plattform und ja, bieten dann im Prinzip all unsere Services, zu denen wir mit Sicherheit auch nochmal zu sprechen kommen. Ja, spannendes Projekt. Wie hat das Ganze denn dann angefangen? Also hast du dich dann rangesetzt und hat gesagt, okay,
Irgendwie brauchen wir hier eine Veränderung. Irgendwie gefällt mir das aktuelle System nicht und es gibt die Möglichkeiten mit Blockchain, mit Smart Contracts, das Ganze zu verändern. Hast du dann einfach da mal was rumskizziert? Hast dann gesagt, okay, ich kenne die richtigen Leute, wie du es gerade gesagt hast, will mal deren Meinung anhören und start jetzt? Oder wie kann man sich das Ganze vorstellen, wenn man so ein Projekt, wenn man so eine Idee hat und da so eine Nische, so ein Problemfeld in dem Bereich sieht, weil ja auch Regulatorik aktuell immer noch schwierig ist? Wie hast du da quasi begonnen? Ja, genau. Also das Erste, was ich gemacht habe, waren wirklich meine ehemaligen Vereinskontakte aufzufrischen, denen das mal zu skizzieren, ob sowas grundsätzlich nicht interessant ist für den Markt. Andere Kontakte, die sich im Bereich auskennen, kontaktiert und habe dann gemerkt, dass auf der Seite der Stars als auch auf der Seite der Fans einfach die Nachfrage da ist, insbesondere auch nach einer Lösung, am besten alles all in one zu haben und nicht über 8 Anbieter verschiedenste Services in Leistung in Anspruch zu nehmen. Und nachdem da wirklich das Feedback durchaus positiv war, mich dann hingesetzt, während meine Frau mal geschlafen hat, das White Paper runtergeschrieben, wirklich die Ideen skizziert, auch geguckt, wie können die Lösungen aussehen, wie setzen wir das zusammen. Wie wird dieses ganze Projekt im Allgemeinen und auch die Plattform dann grundsätzlich aussehen können? Wie kann das monetarisiert werden? Welche Vorteile hat der? Welche Vorteile haben wir? Welche Vorteile hat sind auch unser Champion? Und habe dann festgestellt, dass es eigentlich nur eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Und genau, habe dann den Entschluss gefasst, okay, das ist jetzt mein neues Projekt und das setzen wir jetzt um. Okay, wie ist das denn jetzt aufgebaut? Zuallererst interessiert mich, ist das ein deutsches, hast du eine deutsche Niederlassung? Hat man sich da auf regularischen Gründen irgendwo anders für hin entschieden? Wie gesagt, das sehen wir ja von vielen, gerade noch vor ein, zwei Jahren, viele in Portugal, viele in Paraguay. USA war ja mal zu Beginn, jetzt eher weniger wieder. Was habt ihr da für eine Entscheidung getroffen, möglicherweise warum? Und wie ist das Projekt aufgebaut? Ja. Wir haben das Unternehmen zuerst, muss ich sagen, in Anführungszeichen in Deutschland gegründet, einfach weil wir hauptsächlich mit dem Team hier in Deutschland ansässig sind, weil ich in Deutschland auch bin. Und haben dann auch bei der BaFin letztendlich alles regulatorisch, was wir aufgearbeitet haben, eingereicht. Haben aber gemerkt, dass die deutsche Bürokratie und auch die BaFin jetzt nicht die schnellsten sind, was Bearbeiten von Unterlagen und angeht. Sprich, durch das natürlich ein bisschen Zeit verloren gegangen ist, mussten wir uns auch Gedanken machen, was wir tun und haben das Unternehmen dann verlagert nach St. Vincent und die Grenadinen. Genau aus dieser regulatorischen Thematik. Dann das Ratzfatz, da war innerhalb von einer Woche das Unternehmen eingegangen. Das war auch gut so, dass wir das so gemacht haben, weil der Antrag bei der BaFin jetzt wirklich nach über einem Jahr in der Bearbeitung ist. Ja, zwischenzeitlich zwar zweimal eine Rückfrage, aber immer noch kein finales Feedback. Auf der anderen Seite haben wir von den Kollegen in Österreich, von der Finanzaufsichtsbehörde inzwischen die Zulassung erhalten. Ja, kein klassisches Finanzprodukt in dem Sinne sind und hoffen jetzt, dass durch diese Zusage natürlich auch der BaFin jetzt weitergereicht haben, dass wir jetzt dann zumindest jetzt hier in Deutschland auch ja offiziell, sag ich mal, die Freigabe bekommen, sprich dann auch unsere Webseite auf Deutsch machen können und alles. Also das sind auch die Hintergründe, momentan bei uns sämtliche Kommunikation auch nur auf Englisch läuft. Wobei ich sagen muss, ich war schon auf der Internetseite gerade und kann tatsächlich schon, wenn ich beim Know Your Customer Prozess bin, da auf Deutsch umstellen. Also das geht auf jeden Fall schon. Das habe ich schon gesehen. Genau, nur die Webseite an sich ist halt komplett auf Englisch, Ah, ne? ja, okay, gut. Dann hatte ich das, denn ich hatte mich im Vorhinein vom Podcast mal versucht anzumelden und dann habe ich gesehen, Okay. okay, bevor ich alles weitere machen kann, kommt Know Your Customer-Verfahren. Relativ spannend, das persönlich mal zu sehen. Und ja, würde sagen, dann kommen wir doch auch gleich. Wie gesagt, ich bin auf der Internetseite. Unlocking the Ultimate Power of Fan Engagement. Was hat es denn mit dem Projekt auf sich? Also, was ist die Vision des Projektes und was steckt dahinter? Was kann ich als Fan, was kann ich damit in Zukunft machen? Ja, also es gibt ja schon vereinzelte Projekte, sage ich mal, im Web3-Umfeld, die sich mit dem Thema Ticketing, NFT-Marketplace etc. umsetzen. Und bei uns war jetzt die Idee, wirklich eine einzelne, umfassende Lösung zu bauen für die Fans, wo sämtliche Services in Anspruch genommen werden können und auch jetzt, sage ich mal, Vereine oder Künstler nicht zentral irgendwie suchen müssen, verschieden ansprechen müssen, den richtigen finden, dem sie das auch zutrauen, sondern wirklich eine Plattform zu haben, über die alles abgebildet werden kann. Das heißt, das, was wir gerade entwickeln, ist wirklich der erste All-One-Stop-Shop, möchte ich es einfach mal nennen,
wo die Web3-Welt mit der Web2-Welt einfach komplett verbunden wird und sämtliche Services, die momentan existent sind, auch anbietet. Wenn ich von Services spreche, was sind das für Services? Also es geht los, dass wir Streaming mit anbieten. Streaming heißt wirklich Peer-to-Peer-Streaming von dem Content-Creator letztendlich dann auch zu dem End-User. Das können dann beispielsweise, wie ich das Thema Konzert vorhin genannt hatte mit meiner Tochter, das könnte dann beispielsweise sein, dass der entsprechende Musiker mal 10, 15 Minuten vor Konzertbeginn mal hinten Backstage rein streamt, also dass man mal Momente sieht, die man als Fan normalerweise gar nicht groß zu sehen bekommt. Das kann beim Fußballverein mal nach dem Training in der Kabine sein, dass man mal merkt, Mensch, wie ist denn die Stimmung untereinander eigentlich bei meinen Jungs? Passt das eigentlich zusammen? Also wir wollen wirklich jetzt keine Live-Events streamen, sondern einfach Momente teilen zwischen Fans und Champions, die man bis dato noch nicht so gesehen hat, und dadurch einfach die Brücke ein bisschen enger schlagen zwischen diesen beiden Parteien. Es wird so sein, dass wir Metaverse-Zugang anbieten. Wir haben insgesamt 30 original nachgebaute Stadien mit Merchandising-Shops wirklich in der virtuellen Welt vorne dran, wo auch digitale Merchandising-Produkte gekauft werden können. Sprich, da auch die Möglichkeit, Fans von all over the world letztendlich anzuborden, die dann diese Erlebnisse im Metaverse ja, miterleben können, daran teilhaben können. Wir werden einen grundsätzlichen NFT-Marketplace noch mit aufbauen. Ich hatte es schon gesagt, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass auch wirklich eine entsprechende Utility hinten dran ist. Das heißt, wir erarbeiten diese NFTs dann gemeinsam mit den Künstlern auf unserer Webseite und schauen dann halt auch, dass dann wirklich was dabei ist, wo der Fan letztendlich auch von mit profitiert und einen Anreiz hat, dieses NFT auch zu kaufen oder halt besonders zu halten. Wir haben das Thema NFT-Ticketing, also wir haben eine NFT-Ticket-Plattform auf unserer Webseite, die entweder über uns laufen kann oder auch als White-Label-Solution bei den Vereinen integriert werden kann. Zum bestehenden Ticketing-System, auch da, momentan ist es so mit den Kosten, dass zwischen 6 bis 10%, je nachdem, was Vereine aushandeln, für diese Ticket-Solution-Lösung, wie sie momentan besteht, bezahlt werden muss. Bei uns ist es so, bei diesem Ticketing-System, dass wir dabei 2,9% sind. Das heißt, der Verein spart einiges an Geld, kann auf der anderen Seite auch entscheiden, okay, dafür biete ich vielleicht die Tickets günstiger an, um dem Fan wieder was zurückkommen zu lassen. Also wirklich gucken, dass die Benefits und die Einsparungen, die wir haben über diese Web3-Welt und die Möglichkeiten der Blockchain, den Fans letztendlich am Ende auch zugunsten kommen. Ich muss sagen, ich bin begeistert jetzt schon von dem Projekt und mir kommen so viele Fragen gleich in einem Sinne. Zum einen die erste Frage, die ich jetzt mal stelle, für welche Blockchain habt ihr euch entschieden? Wir sind sehr, sehr super Frage. Wir hatten uns eigentlich schon so gut wie entschieden. Dann kam die Sport1-Partnerschaft heraus und wir werden jetzt gerade, wir können uns vor Anfragen nicht retten, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber wir haben Anfragen gekriegt von Polygon, die Polygon-Blockchain zu nutzen. Wir haben Anfragen bekommen, die Binance-Blockchain zu nutzen und last but not least sogar von Chili's das Angebot bekommen, die Chili's-Blockchain zu nutzen, die sich ja im Sportbereich bewegen, die wir auch nicht zwingend als Wettbewerber sehen, auch wenn wir selber auch Fan-Token anbieten, weil wir einfach ganz anders aufgestellt sind. Von daher sind wir jetzt mit allen rein in Gesprächen und ja, gucken, welches die passende Lösung letztendlich ist. Wohin geht die Tendenz gerade hin? Polygon oder Chilis, glaube ich. Ah, okay. Ja gut, kann ich vielleicht jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht, dass die dritte da gerade rausfällt, ein bisschen verstehen. Aber ich finde es natürlich sehr, sehr spannend, dass du natürlich auch Polygon erwähnst, denn Polygon wird natürlich nachgesagt, dass die Zukunft da sehr rosig sein kann. Viele Global Player sind ja schon darauf aufgesprungen, ne? Nennen wir mal Starbucks, nennen wir mal Instagram Meta in dem Sinne, die da kurz gemacht haben und auch viele andere. Denke ich, könnte natürlich spannend werden, auch für euch, wenn man da sich für Polygon entscheidet. Aber da bin ich echt gespannt, wo es drauf hinausläuft. Andere Frage, du hattest gerade erwähnt, ihr wollt auch einen eigenen NFT-Marktplatz gleichzeitig dazu launchen bezüglich der digitalen Assets und auch den Vereinen anbieten, diesen Marktplatz zu nutzen oder einen eigenen aufzubauen. Wird es ein zentralisierter Marktplatz dann in dem Sinne werden oder wird es dann die Möglichkeit auch geben, dass das ganz einfach klassisch auch auf den anderen Marktplätzen wie OpenSea und sowas auch gehandelt werden kann. Genau, also wir haben es noch nicht final entschieden, aber die Idee ist genau, dass es jetzt mal ganz normal über uns, über den Marketplace gekauft werden kann, dann aber auch über OpenSea weitergehandelt werden kann, ja. Also quasi wirklich Also offen, auch dass da wollen wir wieder,
Sorry. Okay, genau. Also auch da wollen wir den Fans jetzt keine Einschränkung geben, dass es dann nur über unsere Plattform handelbar wäre, sondern wie ich schon gesagt habe, wir wollen wirklich gucken, dass wir hier eine Gemeinsamkeit hinbekommen, einfach wirklich eine Community, die miteinander agiert, egal ob da jetzt Stars mit reingehört oder irgendwelche Champions oder die Fans mit reingehören. Sprich, dadurch wollen wir uns auch nicht irgendwie oder unsere Fans nicht limitieren. Ja, natürlich sehr, sehr spannend, ne? Vor allen Dingen gerade zu der aktuellen Thematik, die jetzt aufgekommen ist, ne? Ich meine, da wart ihr wahrscheinlich oder seid seitdem in der Gründung gewesen, ne? Mit dem Marktplatz Blur, wo es dann die Marktplatzkämpfe gibt, wo man sich aktuell auch um Creator Fees streitet. Macht es Sinn, eigene Marktplätze aufzubauen, dort die Creator Fees durchzusetzen? Bin ich mal gespannt, wie habt ihr denn oder wie ist eure Idee denn, was Creator Fees angeht, quasi die neue Monetarisierungsmöglichkeit vielleicht von Vereinen durch Ticket-Weiterverkäufe, wo man sagt, der Schwarzmarkt geht zwar weg, aber wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, durch Secondary Fees auf Marktplätzen, auf eurem eigenen oder auf anderen Sekundärmarktplätzen, den Vereinen oder den Fans durch den Pool die Möglichkeit zu geben, auch weiter Earnings zu bekommen. Wie ist da euer Ansatz? Sehr, sehr gute Frage, weil genau dieses Thema wird natürlich sehr, sehr konträr mal gesehen. Also wenn wir uns gerade wirklich Musiker oder irgendwelche Künstler jetzt die Bilder mal anschauen, da finde ich dieses Modell einfach unglaublich gut und ist ein Riesenhebel, und bin ich ein absoluter Freund davon. Wenn ich mir dieses Thema Ticketing angucke, was du gerade genannt hast, sehe ich es wieder ein bisschen anders. Dann zu sagen, okay, erst mal, wenn man den Schwarzmarkt eindämmt und ja, dann sackt man sich doch wieder einen Teil von dem Kuchen mit ein. Also ich glaube, das ist immer eine Fall-zu-Fall-Betrachtung, auch in welchem Umfeld man sich letztendlich bewegt. Also sprich, wir haben es bei uns mit drinne, sprechen aber auch wirklich mit unseren entsprechenden Kunden, ob es dann Vereine sind oder irgendwelche Musiker oder wer auch immer, welche Vor- und Nachteile das letztendlich bietet. Ja, und versuchen auch die entsprechende Aufklärungsarbeit zu leisten, lassen die Entscheidung aber immer so einem Champion, ja, wohlwollend oder mit Hinblick darauf, dass er halt auch weiß, wie es angenommen werden könnte, auf der Fanseite oder nicht, je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt. Bei Amazon, bei dem Marktplatz, der irgendwann hoffentlich nochmal gelauncht wird, hält sich das Gerücht hartnäckig, dass die NFTs, die dort gelauncht werden, über den Marktplatz erwerblich sind, nicht für den Weiterverkauf, beziehungsweise nicht für einen weiteren Handel, damit es nicht als reines finanzielles Mittel oder Spekulationsobjekt gehandelt wird, angesehen wird. Wie ist da eure Intention? Wird es wirklich gänzlich, so wie wir es aktuell sehen auf Marktplätzen oder Drops so sein, dass die gleichen Funktionen wie bei klassischen NFT-Drops weiterhin verfügbar sind, dass es auch also die Möglichkeit besteht, als das ganze spekulatives Objekt anzusehen, sodass ich dann beispielsweise, ich weiß nicht, ob du vielleicht mal gleich ein paar Vereine nennen kannst, die bei dem Projekt mit dabei sind, du hast ja gerade 30 genannt, dass ich beispielsweise jetzt Bayern München hierbei habe, die Tickets werden dann da kommen wir ja wieder zu dem Thema, weiterverkauft auf dem Schwarzmarkt und dann spielen die gegen Real Madrid im Champions League-Finale und dann habe ich den NFT-Markt, der mir halt gerade aufgrund der Nachfrage bietet, das Ticket für ja, 3.000 Euro anstatt 30 Euro weiter zu verkaufen. Wie ist da so euer Ansatz? Also wir würden gerne aufgrund der Erfahrung, die ich auch selber gemacht habe, die ich ja vorhin ganz zu eingangs geschildert habe, schon diese Möglichkeit einfach nutzen, um diese erhöhten Ticketpreise einfach wirklich aus der Welt zu schaffen. Also sprich, gerade was das Thema Ticketing dann angeht, ich meine, das ist eh ein Riesenthema. Wir haben jetzt, ich glaube, gestern, vorgestern ist es erst gewesen mit Dynamo Dresden, die jetzt ja ihren Ticketverwalter geändert haben, wo es einen riesen, riesen Aufschrei gab in der Fanszene. Und man muss dazu sehen, also ich meine, ich komme ja aus dem Bereich und es ist jetzt nicht zwingend so, dass die Vereine den Schwarzmarkt loswerden wollen. Sie sagen es zweimal logischerweise ihren Fans gegenüber, aber letztendlich ist es den meisten eigentlich relativ egal. Wir sehen einfach einen riesigen Hebel in diesem NFT-Ticket-Renting, was wir noch mit anbieten. Was ist das beispielsweise? Also im Prinzip diese Saisontickets, die die Vereine anbieten. Da wollen sie am Anfang mal so viel wie möglich verkaufen und letztendlich, wenn wir jetzt einen Fan haben, der von 18 Heimspielen vielleicht neunmal reingeht, der überlegt sich vielleicht kurz, kaufe ich mir eins nicht und sagt sich dann, nee, mein Gott,
wenn ich neunmal nicht hingehe, dann lasse ich es lieber. Wenn wir jetzt natürlich die Möglichkeit haben, solche Saisontickets letztendlich auch über die Blockchain als NFT zu verleihen und danach wieder automatisiert über Smart Contracts dem Besitzer zurückzuführen auf die auf, in, sagen wir mal, in seine Wallet, dann ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. Das heißt, es kann sein, dass sich ein Verein vor dem ersten Spieltag das komplette Stadion bis zum letzten Sitz komplett durchfinanziert, also Planungssicherheit hat, zu Saisonbeginn deutlich mehr Liquidität hat. Und das hilft natürlich allen Beteiligten. Und dadurch wird es natürlich dann auch keine Ticketpreise geben. Auf der anderen Seite, wenn ich hier diesen Schwenk rüber mache, wenn wir jetzt über irgendwelche limitierte Sondereditionen sprechen, die es in allen möglichen Bereichen draußen in der Wirtschaft gibt, wenn wir die als NFT herausgeben, ich glaube, dass es dann ein Spekulationsobjekt werden könnte oder werden kann. Ich glaube, das steht außer Frage und ich glaube, das wäre in dem Sinne auch okay. Also es ist wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, immer so eine gewisse Fall-zu-Fall-Betrachtung. Es gibt gewisse Bereiche, in denen sollte man es nicht unbedingt regeln. Im anderen Bereich, wie das Thema Ticketing, sehe ich einfach anders, auch vielleicht auch aufgrund der eigenen Erfahrung. Da bin ich doch ein bisschen voreingenommen. Von daher besprechen wir das wirklich immer individuell. Das finde ich ein sehr, sehr spannender Einsatz, dass ihr versucht, das nicht komplett zu unterbinden, weil es den Markt einfach dafür gibt, aber trotzdem versucht, das Ganze optimal zu lösen. Also da bin ich echt nachher gespannt, wenn wir das Produkt sehen, was da nachendlich für rauskommt, wie das Ganze möglich ist. Was natürlich das Potenzial hat, viele Investoren ranzuholen, aber natürlich auch vielleicht mit dem Aspekt wieder Spekulation viele abschreckt, ne? Ich bin echt gespannt, wie das Ganze nachher angenommen wird. Dazu mal gerade die Frage, was ich sehr, sehr spannend finde, wie du es gerade schon gesagt hast, dass Dauerkartenbesitzer, wo ja oftmals die Problematik ist, wenn sie bei einem oder zwei Spieltagen nicht können, das Ganze delegieren können und ne, dann vielleicht auch für einen halben Preis oder sogar kostenlos ne, innerhalb der Community. Das finde ich sehr, sehr spannend, den Ansatz. Und dann mal die Frage dazu, wir haben ja letztes Jahr, da gab es ja auch den großen Aufschrei, ich bin ja persönlich Düsseldorfer, das Konzept gesehen, dass man sich in Düsseldorf durch Investoren, die Tickets kaufen, gesagt hat, man macht dann das Stadion dann dadurch voll, indem man kostenlose Tickets anbietet. Ist das auch eine Möglichkeit oder eine Konzeption, die mit in dem Projekt mit drinne ist, dass man sagt, wir haben die Investoren, das Ganze ist da und die Idee steckt auch mit da drinne, oder wäre das bei euch gar nicht möglich? Also wir können natürlich Brücken für solche Projekte auf jeden Fall schlagen. Ob sich die Investoren finden, ist eine andere Frage, aber ich meine, machen wir uns nichts vor. Gerade für solche Ideen, wenn natürlich das NFT-Ticketing prädestiniert, ne? Ja, denke ich nämlich auch, ne? Deswegen war da mal kurz die Nachfrage. Ich würde sagen, wir kommen mal dann zum Launch, zum Start des Projektes. Vielleicht das, was alle jetzt wissen wollen, wann geht's denn los? Wann kann ich denn endlich bei euch anfangen? Wie kann ich anfangen? Was muss ich achten? Und ja, wie kriege ich meine NFT-Tickets oder mehr? Ja, genau. Also wir vielleicht vorab, wir bauen jetzt nicht alles selber von Grund auf. Also ich aufgrund der Größe, wie du es rausgehört hast, würden wir wahrscheinlich Jahre sonst bauen und Millionen verscherbeln. Sprich, wir haben viele White Label Solutions, wir haben viele Partnerschaften, wo wir über APIs Schnittstellen schaffen, die wir dann auf unserer Plattform nutzen können. Das heißt, wir bauen im Prinzip das ganze Rahmenkonstrukt. Da sind wir auch dran. Wir haben schon ein paar Mockups auf unserer Webseite drauf, wie das später aussehen wird. Arbeiten gerade an den Prototypen, den wir im August, spätestens im September veröffentlichen werden, wo man dann schon mal ein bisschen rumspielen kann. Und dann geht es natürlich darum, sämtliche Funktionalitäten vorzubereiten. Und wir planen dann im Dezember einen First Launch, so einen Pre-Launch zu machen. Wir nennen es ein bisschen Pilotphase, wo wir ein paar unserer sogenannten Champions, die sich dazu bereit erklärt haben, damit mitzumachen, mit ausgewählten Community-Membern gemeinsam zu starten und so ein bisschen Bug Bounty zu machen. Also sprich Fehler, die vielleicht noch aufploppen, was ja immer mal passiert bei so einer Testphase, die dann auszumerzen. Und sobald wir merken, okay, das läuft jetzt alles reibungslos, dann gibt es den großen Schuss und ja, die restlichen Champions werden auch mit gelauncht. Dann habe ich noch zwei weitere letzte Fragen wahrscheinlich. Zum einen, was hat es mit der Sport1-Kooperation auf sich? Wo ist dann quasi der Platz für Sport1? Übernehmen Sie einfach dann das klassische Marketing? Gibt es eine andere Integration? Was ist da so der letztendliche Use Case von der Kooperation, die ihr mit Sport1 habt? Ja, also es für uns eine Traumkonstellation, die wir da gefunden haben mit Sport1. Also zum einen natürlich, weil sie nicht nur im Sportbereich, sondern mit Konstantin Film auch im Medienbereich unterwegs sind. Also wirklich der wirklich perfekte, passende Partner für uns.
Auf der anderen Seite ist es natürlich eine gewisse Finanzierung, die mit dabei drinsteckt, dass Sie bei uns jetzt als Lead-VC wirklich mit dabei sind. Es ist bei Ihnen aber auch so, dass Sie diese Brücke vom Web 2 in 3 Welt schlagen möchten. Also man hat im letzten Jahr schon gesehen, dass Sie die Darts-WM im Metaverse übertragen haben, auch an einzelnen NFT-Serien jetzt teilweise schon gearbeitet haben, sich Gedanken gemacht haben. Sprich, wir gehen nicht nur auf ein reines Investment gemeinsam, sondern auf eine strategische Partnerschaft. Man will gemeinsam für die Fans und für die Community gemeinsame Produkte und Projekte entwickeln und gemeinsam dann wirklich an den Markt bringen. Also es wird sehr, sehr spannend und ich glaube, da kann man sich insbesondere hier in der Dachregion auf einige spannende Sachen freuen in Zukunft. Ja, da bin ich auch sehr mal gespannt, vor allen Dingen, weil es halt das erste Web3-Projekt in dem Sinne ist, was groß da präsentiert wird, medial auch, ne? Ich meine, wir hatten letztes Jahr zum letztes, vorletztes Jahr die erste Bildkollektion zu dem Klassik, zu dem Spiel Schalke gegen Dortmund gesehen, wo dann Digital Collectibles erhältlich waren für 5 €. Da war das erste Mal, dass man so das richtig wahrgenommen hat, auch im Fußballbereich in dem Sinne. Dann habe ich noch eine letzte Frage, und zwar auf eurer Website Stars habe ich die Möglichkeit, mich für das ICO eures Tokens anzumelden, zu bewerben, der aber Stand jetzt auch schon im Presale losgegangen ist. Was hat es mit dem Token auf sich? Also dementsprechend gehe ich davon aus, dass ihr eine Token-Integration mit beinhaltet. Was kann ich mit dem Token machen? Und wie kann ich quasi als, oder wie kann ich mir den Token zulegen, oder was habe ich auch für Vorteile als Tokeninhaber? Also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass wir uns da wieder als Bridge wirklich zwischen Web 2, Web 3 verstehen. Das heißt, unser System wird nicht komplett auf Tokenbasis laufen, ja, weil ansonsten hätten wir wieder die Gefahr, dass viele Leute, die vielleicht interessiert, aber sehen, oh Gott, da ist Krypto mit dabei, das will ich nicht und dann schon wieder raus sind. Das heißt, bei uns kann man auch sämtliche Services ohne diese ganze Thematik in Anspruch nehmen. Allerdings ist es so, dass wir über unseren Token eine gewisse Utility mit reinbringen wollen. Das heißt, unser eigener Token ist beispielsweise das Trading Paar für alle Champions-Tokens. Das heißt, sobald wir einen Champions-Token launchen, muss erstmal Fiat oder Krypto gegen unseren Token getauscht werden, ja, der dadurch natürlich in der Nachfrage steigt und dann getauscht werden kann in die entsprechenden Champions-Tokens. Und die Utility, die wir hinten dran haben, ist zum einen, dass verschiedenste Abstimmungsprozesse laufen, ähnlich wie man es ein bisschen bei Socios und Chilis, sage ich mal, kennt, wo der Verein sagt, Mensch, ich habe hier 3 Trikots zur Auswahl für die nächste Saison, liebe Tokenbesitzer, stimmt doch mal ab, wo dann auch wirklich transparent über die Blockchain absehbar ist, wer hat die abgestimmt und das Trikot wird dann auch genommen, ja, um da einfach die Fans näher ranzuholen, die Trikotverkäufe auf Vereinsseite zu steigern. Das kann ein Best-of-Album sein bei irgendeinem Musiker, wo man das so machen kann. Solche Abfragen bauen wir mit ein. Also das heißt auch wirklich die Teilnahme an gewissen Entscheidungsprozessen wird mit dabei sein. Wir werden dann auch unter denjenigen, die Token halten, sehen, wie aktiv die auf unserer Webseite unterwegs sind, welche Services sie nutzen. Das heißt, ich würde mal sagen, wer ist mein Most Valuable Fan von Vereinsseite aus? Weil momentan ist es so, dass man, wenn man wirklich viel macht, oft nicht richtig gesehen wird von seinem Star. Und das wollen wir einfach ändern, weil wir sehen das dadurch, dass wir es ein bisschen tracken können, natürlich anonymisiert, aber wir können dann diesen Personen zumindest was zurückfließen lassen, sei es dann vielleicht mal in einem Meet and Greet mit dem Star online oder persönlich, mit einem VIP-Ticket, ja, oder was auch immer, um diese Bindung einfach nochmal zu stärken und wieder was auszugleichen. Eine weitere Utility wird sein, dass es durch den Token Preisreduzierungen gibt. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Auftritt irgendwie im Metaverse von irgendeinem Star, Ticket kostet 9,99 €. Dann kriegst du, haben sie Preise noch nicht festgesetzt, beispielsweise für 5,99 € den Zugang, wenn du den Token deines entsprechenden Stars hältst. Der Token Drop, der hat jetzt im Presale schon stattgefunden. Das heißt, wenn ich jetzt noch mir einen Token zulegen möchte, registrieren möchte, dann einfach auf eurer Seite registrieren. Ich denke mal, neue Customer-Verfahren durchführen und dann kann ich mir Token zulegen. Ist das richtig? Genau, ist richtig. Also, läuft jetzt aber auch nur noch bis zum Ende diesen Monats der Presale, ist dann auch schon durch. Also momentan noch mit 20% Rabatt. Dann kommen wir schon in den Main Sale, wo der Rabatt wegfällt. Ich aber plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen hier unter uns, ist nicht ganz so dramatisch. Dadurch, dass wir unser Listing sogar vorgezogen haben auf einer Börse, bei vielen Projekten ist es ja immer so, dass man dann sich fragt, Mensch, wann kommt denn das Listing? Und dann kommt es doch nicht und kommt es nicht und kommt es nicht. Also wir haben schon unser Listing, wir werden das in Kürze auch announcen. Wir sind ab dem 1.9. schon bei Gemstore gelistet.
und werden auch dort nochmal ein IEO machen Ende nächsten Monats. Also das heißt, dort gibt es auch nochmal ein bisschen vergünstigt dann den Token über den IEO und werden beispielsweise auch nochmal über Launchpads gehen, wie PinkSale, wo wir mit einer entsprechenden Preisreduktion den Token nochmal im Vorfeld anbieten oder auch ganz klassisch über eine DEX kann man auch bei uns über Uniswap den Token erwerben. Ja, genau. Also das zeigt ja jetzt nochmal zum Ende hin, wie groß das Projekt einfach ist, ne? Oftmals ist es ja so, ne, dass sich ein klassisches NFT-Projekt mit NFTs beschäftigt, ein Krypto-Projekt mit Krypto, DeFi-Projekt mit DeFi, und ihr deckt eigentlich schon, also ihr deckt ja fast alles ab, was der Bereich so gibt. Deswegen glaube ich auch das, was du meintest, dass ihr die Schnittstelle seid, und gar nicht alles quasi im kompletten Umfang in dem Stelle bereitstellt und das auch ein Langzeit wahrscheinlich auch dein nächstes Lebensprojekt sein wird. Also deswegen bin ich echt gespannt, wo die Reise hingeht. Eine letzte Frage, die mir noch gerade aufgekommen ist, als du meintest, es soll natürlich sehr userfreundlich sein, und auch für Leute möglich sein, dort mitzumachen, die nicht direkt mit Krypto-affin, nicht direkt mit Krypto sich beschäftigen wollen. Wie wird denn dann beispielsweise das Erstellen einer Wallet erfolgen für diese Leute? Wird es dann klassisch mittels E-Mail laufen, dass ihr dann quasi die Wallet im Hintergrund eröffnet? Was habt ihr da für Anbieter schon gefunden? Oder wird es wirklich den klassischen Schritt über MetaMask geben? Genau, es ist genau so, wie du sagst, aber wir wollen den Prozess so gestalten, dass der normale User eigentlich gar nicht merkt, dass er irgendwie eine Wallet hat, ja, sondern einfach nur, dass er dann bei uns nutzt, sieht, was er eigentlich hat und die läuft bei uns im Hintergrund, aber auch die Möglichkeit logischerweise bekommt, sobald er sich mit Themen mehr auseinandersetzt, sich das logischerweise auf seine eigene Wallet zu ziehen oder was auch immer. Genau. Gut, dann danke ich dir für die vielen Informationen und für das nette Gespräch. Ich denke, nicht nur ich persönlich, sondern die Zuschauer haben hier viel mitgenommen. Wünsche dir natürlich abschließend noch ja einen guten Erholungsaufenthalt auf den Philippinen und auch noch ein erfolgreiches Projekt. Dir bleiben natürlich wie jedem Gast hier die letzten Worte. Hast du noch abschließende Worte, die du gerne an uns richten möchtest? Nee, danke. Also hat mir echt Spaß gemacht. Also auch vom Gesprächsablauf her. Ich glaube, wir haben wirklich alles abgedeckt. Gibt auch nichts, was ich jetzt nicht losgeworden bin. Von daher super, super spannend gewesen, auch für mich einfach mal ein bisschen wieder zu erzählen. Auch was sich gerade bei uns so tut und wie sich alles entwickelt. Und ja, für mich geht es jetzt in ein paar Tagen auch schon weiter nach Malaysia, haben dort einen Termin mit einem Fußballverein, einem der größten Fußballvereine aus Malaysia, die sich auch gerne auf der Plattform listen lassen wollen, was, glaube ich, auch insbesondere unsere asiatische Community, die auch gar nicht so klein ist, vielleicht nochmal freuen wird. Ja, von daher bin ich jetzt hier irgendwie dabei, nochmal Asien ein bisschen abzudecken und freue mich dann auch bald wieder in Deutschland zu sein. Auch wenn du es jetzt gerade noch erwähnst und wir schon eigentlich zum Ende gekommen sind, vielleicht noch mal so die letzte Nachfrage, weil du es jetzt gerade so schon erwähnt hattest. Was ist denn so aktuell, wo du merkst, die größte Nachfrage, wo kommt die größte Nachfrage her und wo habt ihr den größten Pool an Vereinen, wo wahrscheinlich sich das Kern erstmal aufhalten wird? Also wir hatten vor Sport 1 die größte Community in Indien und Südostasien gehabt. Und den Fokus jetzt natürlich auch wieder Richtung Dachregion gelegt durch die Sport 1 Kooperation. Und das werden jetzt unsere drei Zielmärkte sein: Südostasien, Indien und Deutschland, wo auch der Jörg Zeitz mit seinem Vertriebsteam letztendlich unterwegs ist. Sprich, also ich bin jetzt, wie gesagt, jetzt in Malaysia, weil ich jetzt eh schon in den Philippinen bin, um einen Vertrag unter Dach und Fach zu bringen. Werde vielleicht nochmal vorher einen Zwischenstopp in Indien machen. Ein richtig, 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 richtig großes Projekt auf dem Zettel draufsteht und genau, die anderen Gespräche werden dann in der Regel erstmal in Europa geführt. Ja, bin ich gespannt. Für mich persönlich mittlerweile vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren noch Saudi-Arabien interessant, wenn es da so weitergeht, wie es aktuell läuft. Deswegen vielleicht läuft das ja auch in ein, zwei Jahren dann soweit, wenn wir alle nur noch Saudi-Arabien Fußball gucken. Marco, Hast du. vielen, vielen Dank. Wirklich, es hat mir mega Spaß gemacht, das Gespräch. Vor allen Dingen, weil da nicht nur echt ein Projekt anscheinend kommen kann, was sehr vielversprechend ist im Web3-Bereich, sondern auch, weil man merkt, dass du dich schon jahrelang mit dieser Thematik beschäftigt, ein Problem angeht, was es zu lösen gilt, was ich echt schön finde. Und das Ganze auch, ich meine, auch wenn die BaFin da eine Rolle gespielt hat, aber anscheinend nicht überstürzt, sondern das echt wohlbedacht angeht. Deswegen freut es mich, dass wir gerade in der Dachregion hier vielleicht ein Projekt haben, was vielleicht auch als eines der Aushängeschilder gelten kann. Und ich bin echt gespannt und freue mich echt da in Zukunft auf das Projekt wirklich. Danke dir vielmals
Ich wünsche dir alles Gute und für die Zuhörer natürlich, ihr wisst Bescheid, Links dazu findet ihr in den Shownotes, einmal von Stars, natürlich auch zu dem Buch von Marco und wir hören uns dann bald wieder und schaltet dann wieder ein, wenn es heißt All in NFT.